Thor, mein Gott, ey, ich bin heute aber richtig von der Rolle, Freunde. Merkt ihr das? Ja, ne? Merkt man nur minimal. Ne, Heiksohn ist heute richtig von der Rolle. Mein, passiert ja öfter mal bei mir. Ist ja jetzt auch nichts Neues, ne? War das nicht so rum? Ich glaube, da, ja, dann war das andersrum. Das heißt, hier Stickies und da das Ding. Genau, so war das. So, das brauchen wir zweimal. Das heißt, wir brauchen nochmal. So. Dann brauchen wir das Weizen und Seeds. Wir haben keine Seeds mehr. Muss ich mir gleich einen hier noch besorgen. Da haben wir direkt zwei Seeds. So, Zäune brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt hier noch ein Zaun Tor. Jetzt kommt einmal hier hin. Und dahin. Zack und zack. Ja, Freunde, das ist unsere erste Scheune. Nix Dolles, aber Freunde, jeder Bauer fängt mal klein an. So ein bisschen symmetrisch, popetisch die Fackeln machen. Ja, die kann ich. Ja, geht so erstmal. Dann wollen wir mal loslegen, Freunde. Die Seeds auch hier. Da sehe ich doch im Gebüsch versteckt schon mal ein Hühnchen. Und ein Schwein. Na, hey. Ach ja, Schweine reagierten ja nicht. Die reagierten ja auf Weizen. Na da komm, Hühnchen. Haben wir da hinten noch einen Artgenosse von dir? Ne, das war nur eine Blume. Da hinten war noch ein Hühnchen. Das weiß ich doch noch. Lol, hast du gerade ein Ei? Tatsache. Hier, ich hab doch was für dich. Na komm. Na komm. Komm in mein Stall. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Na komm in mein Stall. Ja, fein. Na komm. Na komm hier rein. Ja, bei dir läuft. Du bleibst hier drin. So, dann holen wir mal noch ein paar für dich. Den hatten wir doch hier irgendwo noch. Den Gockel. Da hab ich schon. Dein Eichchen nehmen wir auch noch direkt mit. Ja, komm. Wie ein Hund, ne? Na komm. Ja, fein. Ja, fein. Na komm. Und hier rum? Ja, fein. Ja, bei euch läuft. Da ist, oh, da ist ein kleines Hühnchen. Ja, hallo, wer bist du denn? So, Freunde, unser Hühnchenkäfig ist schon mal fertig. Wir machen erstmal vorläufig nur zwei Tierarten. Was nehmen wir denn noch? Wovon haben wir denn zwei da? Da oben ist eine Kuh. Das ist ein Schwein. Und wie wir uns denken können, oh, da haben wir sogar noch, noch ein Hähnchen und Schweine haben wir hier viele. Dann holen wir dann auch noch die Schweine ran. Na komm. Na komm. Die können dann später Inzest betreiben. Ja komm. Ja fein. Wir sind gleich da. Da bist du mit deinen Artgenossen unter einem Dach. So. Ah, die Hähnchen hauen wir nachher alle rein. So. Ja, da, ah, komm dann, Freunde. Dann nehmen wir die Schweine. Da können wir ja gleich direkt, glaube ich, ein paar mehr von mitnehmen. Einmal du. Kommst du? Butter? Oder wird er auch von Körner angelockt?
Ach ja, die konnte man ja nur noch mit Karotten. Genau, Karotten waren das ja, glaube ich, Freunde. Richtig dumm. Müssen wir das tatsächlich mit der Kuh machen? Oh, die ist da oben aber auch, ey. Hallo? Hier war doch gerade noch eine Kuh. Das sind alle nur Schweine. Warte. What the hell? Ich war doch gerade noch eine Kuh, Mann. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Ich bin ziemlich sicher, dass hier noch eine Kuh war gerade. WTF, bin ich so dumm? Das war eine rhetorische Frage, nicht antworten. Hier ist alles voll, aber da ist eine Kuh. Ich rette dich! Aua. Ich rette dich! Ich rette dich! Okay, wenn wir jetzt hier runterspringen, sind wir, glaube ich, beide tot. Guck mal da. Ah, guck mal, da haben wir doch schon direkt ein Pärchen. Na dann kommt mal mit. Ne. Oh, ein ganzes Triple Duo hier. Triple Duo, das wird sein. Lol, da ist ja noch. Noch eine, hier! Sch Hey! Boah, vier Kühe. Da können wir die noch paaren, da haben wir schon direkt sechs. Glaub, die anderen muss ich nachher holen. Weil es wird auch gleich dunkel. Beziehungsweise, es ist schon dunkel. Da möchte ich die dann doch erstmal unversehrt zum Stall bringen. Da hinten war da auch noch was, ein Hühnchen oder so. Oh. Ja, fein, na kommt. Auf jeden Fall sind da hinten dann doch noch ein paar mehr Tiere, die können wir uns dann gleich auch noch holen. Ach du Scheiße. Hey, jetzt nicht schlapp machen. Schnell. Hallo. Ja, ist das euer Ernst, Mann? Ja, du dumme Kuh, Mann, es wird gleich richtig dunkel hier. Gleich geht die Party richtig ab. Schnell! Oh, hey, da hinten ist schon ein Creeper. Guck mal, wie er leuchtet da hinten. Missgeburt. Ach, lol, das ist nur der Eingang. Kommst du jetzt mal, Junge? Bist du dumm oder was? Die Beine, beide will ich jetzt hier eigentlich wenigstens noch eben reinbringen. Nein! Komm hier rein, Junge. Mein Gott, ey, das ist unglaublich. Jetzt komm hier rein, Mann! Ey, das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, Alter. Ist das dein behinderter Ernst, Alter? Du Missgeburt. So, jetzt sehe ich schon mal hier drin. Aha, ja, jetzt geht auf einmal wieder beide, ne? Jetzt komm rein. Du jetzt auch noch. Ja, ein Kalb ist schon rausgekommen. Aber der will einfach hier nicht rein, du Mistgewalt. Ich klatsch die weg, sag's dir. Ja, komm rein, bitte. Oh, Gott sei Dank, ey. Freunde, das ist ja eine Prozedur gewesen. Ich muss sowieso noch einen Weg rein in den Stall bauen. Scheiße, die Tür war offen. Egal, nichts passiert. Oh, das war falsch. Du kannst jetzt nicht schlafen. Ich kann alles, Baby. So, jetzt holen jetzt erst die restlichen Eier. Boah, es sind über 10 Stück sogar. Ne, 9. Oh, wir haben sogar noch eins. So, dann gucken wir mal. Naja, 1 aus 10. Hey, da war doch gerade noch ein Ei. Ne, die könnte ich noch mal. So, wir wollen ja auch hier oben das ein bisschen fertig kriegen, mal. Wobei, jetzt machen wir mal was anders. Jetzt essen wir erstmal was. Und dann holen wir erstmal noch die anderen Tiere. Die da waren. Tiere sind wichtig, Freunde. Ja, ich meine, was wäre, ich meine, hab ich gesagt. Was wäre denn ein Let's Farm ohne Tiere? Das müsst ihr mir sagen, Freunde. Sind wir ganz kurz was gucken. Tut mir leid. Uno momento, Senoras. Senoras. So, hier ist noch ein Schwein. Da war noch eine. Ach genau, das waren auch die beiden Kühe, die ich noch haben wollte. Einmal du. Einmal du, geiles Kalb. So. Langsam. Schritt für Schritt jetzt, damit hier keiner verloren geht hier. Guck mal. Es kann doch so schön sein. Wieso höre ich hier so nach Zombies? Das gefällt mir gar nicht. Knochen sind immer gut. Ich wollte gerade sagen, da kommt die andere Kuh schon rausgebackt. Ach, jetzt glaube ich, ich weiß, was das...